Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stranded Sails. Ja, in der letzten Folge haben wir es denn doch gebacken gekriegt, diese Hartholzbäume zu, oder die Starkholzbäume zu finden. Und ja, ich habe Kommentare gelesen und ja, es gibt noch mehr Holzarten tatsächlich auf unserer Insel. Also da müssen wir nicht irgendwo hinfahren, sondern dies befindet sich hier auf unserer Insel. Und der Tipp vom Frostbite war ein bisschen mehr Forscherdrang und kochen, kochen, kochen. Und ja, mein Kommentar dazu war fischen, fischen, fischen. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt erstmal die zweite goldene Statue ein wenig nach hinten schieben und uns mal ein bisschen auf unserer eigenen Insel umschauen. Denn wir haben ja jetzt auch Leitern, die wir fertigstellen können oder konnten. Und ich werde tatsächlich jetzt erstmal unsere eigene Insel ein wenig erforschen und die Statue Statue sein lassen. Dass ich mein Gamepad verhakt. Auch wenn ich in der letzten Folge etwas anderes gesagt habe, ist die Idee auch schon gar nicht so schlecht. Und vor allen Dingen, wir müssen viel, 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 viel Eintopf kochen. Denn ich vermute mal so, dass wir dann auch ein stärkeres Schwert kriegen, um die Piraten dort zu besiegen, die da auf der Insel sind. Ich bin jetzt nicht dieser Kämpfertyp, aber ich möchte auch nicht an dieser Sache scheitern, dass ich diese Piraten nicht besiegt bekomme. Ja, und ich möchte natürlich, ach Quatsch, ich möchte natürlich auch hier noch Gewürze anpflanzen können. Das heißt, der Forscherdrang sollte vielleicht fürs erste Mal ein bisschen in den Vordergrund rücken. Ich weiß nicht, ob Gewürze werden wir wahrscheinlich auf unserer eigenen Insel nicht finden. Da bin ich mir ziemlich sicher, also zumindest Saatgut in dieser Art. Aber wenn wir das Saatgut hier nämlich haben und das hier einpflanzen können, dann brauchen wir nicht immer gleich für irgendwelche Sachen auf eine andere Insel rüber. Von daher jetzt mein Plan, ein bisschen mal unsere eigene Insel zu erkunden und halt kochen, 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 kochen. Ja, unsere Insel war ja, da hatten wir die Brücke gebaut, hatten wir die Hartholzer, die Starkholzbäume gefunden. Und irgendwo weiß ich, dass wir hier auch nochmal eine Leiter ansetzen konnten. Und ich möchte mich diesbezüglich gerne mal umschauen. Und jetzt ist das wieder diese blöde Karte. Ich kann sie sowieso immer nicht lesen. Wir befinden uns dort. Ja, ich gehe einmal den Weg lang, auch wenn ich denke, dass es vergeblich ist. Das Kreuz, was ihr seht, ist das Kreuz für die Statue zu holen, für den Urahnen. Aber das machen wir ein bisschen später. Das schieben wir jetzt gerade mal so ein bisschen nach hinten. Ich glaube, hier war zum Beispiel auch was mit einer Leiter, aber ich bin nicht mehr ganz so sicher. Wir werden es erleben. Also hier kamen wir tatsächlich nicht mehr weiter. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich denke mal, wir werden hier schon noch was finden. Man soll sich ja immer ganz genau umgucken und man muss sich tatsächlich auch die Zeit dazu nehmen. Ah, hier waren wir schon gewesen, wie man sieht. Und es wurde ja gesagt, Kisten und so weiter spawnen auf der
Dings nicht auf der Insel, auf der eigenen Insel nicht nochmal, nur auf den anderen Inseln. Okay, dann habe ich das hier abgecheckt. Diese Seite des Strandes brauchen wir tatsächlich nicht mehr. Es sei denn zum Angeln. Nun gut, nun gut. Oder war man mal hier hoch? Hier ging es nicht hoch, hier ging es nicht hoch. Ja, das Laufen ist ein wenig lästig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist wirklich... Aber was soll's? Hier ist wieder Bumm, Bumm, Bumm. Das sagt mir mal nichts Gutes. Aber hier waren wir doch gerade, oder nicht? Hallo. Hatten wir die nicht schon gefunden? Ich war ein Jüngling, als mein Vater starb. Er hat mir immer von der großen Arena inmitten der uralten See erzählt. Sein letzter Wunsch war es, dass ich selbst teilnehme und mein Bestes gebe, um zu gewinnen. Okay, also hier waren wir tatsächlich noch nicht, weil dann hätten wir diese Rolle tatsächlich schon eingepackt. Haben wir hier weiter irgendwie? Hier rum irgendwie? Nö. Nö, 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 nö. Siehste, siehste, hier waren wir tatsächlich noch nicht gewesen. Aha. Das macht mich ein wenig stutzig. Also wir haben Leitern einstecken und wir haben, wenn ich richtig zurückdenke, auch einen Brückenbaukasten. Ich könnte jetzt reingucken ins Inventar, schon klar. Aber ich überlege gerade, da war irgendwo auch eine Höhle gewesen, oder nicht? Irgendwie war mir so, als hätten wir hier auch eine Höhle, wo ich dann doch nicht reingehen wollte. Oder nicht weiterkam aufgrund der fehlenden Mittel. Nein, ich möchte jetzt gerade keinen Baum schlagen. Wie gesagt, ihr müsst immer dran denken, Andrina verläuft sich auch in einer Telefonzelle und das mit Bravour. Ach ja. Sie konnte da runterlaufen, aber nicht da hoch. Also müssen wir außenrum hoch. So ein bisschen, nun ja. Ich will alles immer sehen und immer wissen und alles. Also hier war die Brücke. Aber hier hinten war tatsächlich was gewesen, wo wir damals nicht weitergekommen sind, oder? Weil wir keine Leiter hatten. Ach nee, hier kamen wir überhaupt nicht. Da kamen wir runter, aber... Da drüben ist auf jeden Fall die Kiste. Und hier ist eine Höhle. Ei. Da unten sind noch Rollen. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Also hier kommen wir nicht weiter, oder? Da ist eine Leiter. Wir werden bestimmt noch viele, 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 viele Leitern brauchen, so wie ich das sehe. Da kommen wir mit unseren zwei Leitern nicht weiter. Können wir hier auch noch woanders lang? Können wir noch hier irgendwie?
Nee, hier kommen wir nicht, oder? Nee. Wollt ihr mich ärgern? Komm hier nirgendwo weiter. Okay, das ist hier. Aha. Genäh. Ich habe mich jetzt im Übrigen schon verlaufen, nur mal so zur kurzen Info. Ich habe mich tatsächlich jetzt schon verlaufen. Ja, ich könnte die Karottensetzlinge mitnehmen, aber wir haben tatsächlich genug. Selbst wenn wir für jede Sorte Gemüse, was wir da haben, ein großes Beet haben können, würden uns keine Setzlinge fehlen. Ja, dann müssen wir tatsächlich hier oben einfach mal nochmal über die Brücke. Ich möchte so wenig wie möglich Energie verschwenden. Ja, hier hatten wir die Starkhölzer gefunden. Hier geht's hoch. Hoch hinaus. Aber nicht weiter, oder? Aber nicht weiter. Okay. Hier nochmal runter. Geht's hier irgendwie runter? Hier geht's runter. Aber wohin? Da unten ist auf jeden Fall eine Kiste. Ach, hier war das mit dem Seil, ne? Ja, okay. Ja, das Seil haben wir auch noch nicht gelernt. Das ist döbig. Man sieht den Wald vor lauter Bäume nicht. Ne? Diese Musik ist nicht gerade einflößend an Harmonie und so weiter. Aber hier komme ich auch nicht weiter. Merkwürdig, merkwürdig. Schön gebaut, aber komme ich nicht weiter. Das zum Thema mehr Erforscherdrang, Andrina. Andrina forscht. Oh, guck mal, hier können wir jetzt. Diese solide Platte ist das perfekte Fundament für eine Leiter. Möchtest du eine Holzleiterbaukasten benutzen, um eine Leiter zu bauen? Wir bauen. Zack. Zuckel die Muckel, zwei Huhn, ein Gänse. Aha, cool. So. Damit haben wir die erste Leiter, die wir im Inventar hatten, verbraucht. Die wollen mir jetzt nicht erzählen, dass es schon wieder Nacht wird. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Was ich allerdings sehe, war hier so ein komischer Baum. Kann man den schlagen? Tatsächlich. Oh, das ist dann wahrscheinlich. Oh, was ist das? Eisenwurzelklotz. Das seltene Stück Holz eines Eisenwurzelbaumes. Es erfordert einiges an Geschick, dieses Holz zu verarbeiten. Man sagt, es sei das stärkste Holz auf der Welt. Okay. Wir werden mal davon ein paar Stück mitnehmen, glaube ich. Auch wenn wir mit der... Wir werden wahrscheinlich auch noch eine bessere Axt dafür benötigen müssen. Aber ich kann die hier nicht stehen lassen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ich habe noch nicht mal den Hauch einer Ahnung, wo wir hier sind. Und das verbraucht natürlich auch Energie, aber das ist mir gerade so Brot. Wer weiß, wozu es gut ist. Da hat sich unser
geforderter Forscherdrang mal wieder bezahlt gemacht. Sehr schön, sehr schön. Kommen wir hier? Wo kommen wir hier hin? Hier ist eine Spitze. Hier geht's runter. Okay. Ah, dann wieder Dinge, die da kommen. Du kannst die Axt ruhig wieder weglegen, denn hier ist Höhle. Hier ist Höhle, jo. Nein, hier ist eine Höhle. Und die Kiste, die wir gesehen haben. Ja, Pimentsamen. Wir können endlich was anpflanzen. Oh, sehr schön, sehr schön. Unser Forscherdrang macht sich doch bezahlt. Ach, jetzt kommen wir hier. Wenn wir jetzt hier lang gehen, kommen wir runter. Da oben ist eine Kiste, warte mal. Oh, da ist auch eine Leiter. Also wir werden wahrscheinlich noch viele Leitern bauen müssen. Plopp. Hier kommen wir nirgends weiter, okay. Hier könnten wir noch mal angeln, aber das werden wir jetzt gerade mal nicht tun. Ja, sehr schön, sehr schön. Ursprung des Champions 4 von 5. Die Arena war eine echte Herausforderung, aber ich habe jeden meiner Fähigkeiten, vielen Rivalen übertroffen. Mein Vater wäre stolz auf meine Errungenschaft, denn ich habe die Gunst der Titanen erworben. Also das, was wir jetzt von oben in der Höhle gesehen haben, können wir uns jetzt holen. Wenn ich jetzt hier die Leiter anbauen würde, dann wären wir da oben, wo ich vorhin schon war. Da möchte ich quasi aber nicht nochmal hin. Ja, wir haben einen Hals. Oh, schön, sehr schön. Das ist wahrscheinlich der für oben, aber da wir den Teil der Insel von hier noch nicht richtig erkundet haben, würde ich gerne hier bleiben wollen. Geht's hier noch irgendwo hin? Oh, hier kann man auch noch lang gehen, oder? Nee. Okay. Nee, ich würde hier schon ganz gerne noch ein bisschen gucken, was hier alles noch zu sehen gibt. Wollen wir mal einen Blick auf die Karte werfen. Seht ihr, wie viel hier noch ist? Das sind hier alles die Hölzer. Da haben wir Leiter, da ist noch eine Kiste, die wir nicht gefunden haben. Hier sind zwei Höhlen. Also den ganzen Teil hier haben wir noch nicht erkundet. Okay. Ich weiß, wir haben mitten in der Nacht und ich hoffe, dass wir das irgendwie... Jetzt geht natürlich auch die Energie flöten ein wenig. Aber hier möchte ich auch wieder nicht wieder hinlaufen müssen und das alles neu erkunden müssen. Weil ihr wisst schon, Telefonzelle und so. Irgendwie wird es hier noch weitere Wege geben. Ja. Sind wir hier am äußersten Rand der Insel. Da haben wir noch ein Kistchen. Thymian-Samen, yes, Sir! Thymian-Samen, die du in einer alten Truhe gefunden hast, benutze sie, um Thymian in deinem Lager anzubauen. Sehr schön. Das gefällt der Mutti. Das ist cool. Jetzt wissen wir, wofür wir die ganze Zeit das zweite Beet, oder was heißt die ganze Zeit, so lange haben wir es ja noch nicht, aber das zweite Beet behalten haben, damit wir hier das dann anbauen können. Ich hangel mich jetzt gerade mal so ein bisschen am Inselrand rum, um möglichst auch viel oder alles zu sehen. Da irgendwie ist dieser Rand hier merkwürdig. Okay. War quasi nix. Okay. Das war nix. Ich hoffe jetzt, dass wir das Höhleninnere so ein bisschen gesehen haben. Oh, was ist da so noch? Da ist irgendwie nichts zu sehen.
Also ich finde, dass die eine Leiter da überflüssig ist in der Höhle. Wenn ihr das anders seht, einfach mal Bescheid sagen. Einfach mal sagen, Andrina, du musst da noch irgendwie weitergucken, da ist noch was. Joa. Ich glaube, hier waren wir schon. Oder geht's hier hoch? Oh, hier geht's noch hoch. Waren wir schon hier oben? Oh, wir müssen gleich was essen. Wir müssen gleich was essen. Haben wir. Oh, hier ist eine Kiste. Jawohl, Zuckerrohrsamen. Genau. Sehr schön. So, hört sich ein bisschen schräg an, aber so what, was soll's? Sehr schön. Also wir können jetzt Thymian, Piment und Zuckerrohr anbauen. Das freut mich sehr. Es wird demnächst dann auch noch mehr davon geben. Ja, hier sind wir hochgeklettert, ne? Dup, 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 dup. Sehr schön, sehr schön. Schauen wir mal auf die Karte. Jetzt haben wir da. Oh, bis auf einen, da ist noch was. Also hier ist noch was, was wir erkunden müssen. Und hier nachher. Aber wie kommen wir denn da hin? Da müssen wir ja hier irgendwie lang. Ne? Ich glaube, wir gehen da nochmal hoch. Ich glaube, wir müssen da nochmal hochgehen. Da haben wir irgendwie was übersehen, was wir. Na komm. Nach oben. Da haben wir irgendwas übersehen. Und ich möchte natürlich nichts. Vielleicht ist da oben auch gar nichts, aber. In diese Richtung. In diese Richtung müssen wir laufen. Ich habe mir wirklich auch nichts übersehen. Kann ja sein. Aber. Dü-dü-dü-dü. Aber jetzt entfernen wir uns wieder, ne? Okay. Nee, hier ist nichts tatsächlich. Da kommen wir nicht runter, ne? Nee, der lässt uns tatsächlich über den kleinen Stein nicht rüberhüpfen. Das ist jetzt nicht wahr. Darüber. Noch eine Kiste. Wenn ich das jetzt rede, warte mal. Wir werden noch jetzt die Leiter noch mal runterklettern. Und dann müssen wir uns noch mal nach rechts irgendwie bewegen. Jetzt finde ich garantiert die Leiter wieder nicht mehr. Eieieiei. Doch, gefunden. Wir müssen uns jetzt hier noch ein bisschen nach rechts bewegen können. Weil hier ist Strand und so weiter. Da müssen wir noch mal hin. Ja, ich weiß, wir hätten vielleicht schlafen gehen müssen, aber ja, bisschen höher. Wir müssen da unten und dann versuchen, da hoch zu. Okay. Kommen wir denn hier runter? Kommen wir hier runter? Nein, nur mit dem Seil, ne? Ach, Menno. Ja, nicht mit dem Seil da runter, weil ich es noch nicht kann. Genä. Genä. Ist nicht gut.
Da ist eine Kiste. Kommen wir nicht hin. Ich habe gerade überlegt, ob wir hier drumherum fahren mit dem Boot um die Insel. Wenn wir hier jetzt um die Insel drumherum fahren und von da drauf gehen, aber ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Gut, wir werden jetzt erstmal ins Lager gehen und ein wenig schlafen. Das sollten wir tun. Aber vorher, wie immer, ach Mann. Alles vertrocknet. Und wir müssten... Nee, wenn wir aufstehen, werden wir uns einmal ganz kurz um unser Gemüse kümmern und um unsere neuen... Ja, ich weiß. Warte, lass mich wenigstens noch schnell... Bitte, 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 lass es zu. Bitte, einmal hier. Und dann kannst du gerne in Ohnmacht fallen. Komm schon, einmal noch. Da. So, jetzt kannst du gerne in Ohnmacht fallen. Das ist kein Problem. Wir werden gleich Thymian und das alles anpflanzen müssen. Ja, fall um. Na komm. Erspar mir den Weg. Gut, wir haben es nicht geschafft. Nicht zum ersten Mal. Daddy schläft im Koma. So. Neuer Tag, neues Glück. Ja, 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 ja. Je. Ja, also wir haben schon richtig viel tatsächlich gefunden. Jetzt haben die ja alle schon ihre Wäscheleinen, ne? Das ist unfassbar. Dann gucken wir mal nach unsere Samen, nach unsere neuen... Oh! Da gibt es noch mehr nachher, ne? Oh, Chili gibt es wohl noch. Das ist ja cool. Und diese müssen wir die hier einpflanzen? Wahrscheinlich, oder? So. Ich hoffe, dass das so geht, ne? Jawohl. Cool. Und Piment. Ja, das freut die Mutti. Weil dann brauchen wir nämlich tatsächlich nicht mehr immer... Ach so, ja, leer. Dann brauchen wir nicht immer mal auf die anderen Inseln zu fahren, sondern können hier einmal schick eine Ernte hinlegen. Okay, wir müssen noch mehr finden, denn da sind ja noch 3 Plätze frei. Das heißt, 3 müssen wir auf jeden Fall noch finden. Die Frage ist nur, finden wir die bei uns oder eben halt nicht? Aber diese Frage, meine Lieben, müssen wir tatsächlich in der nächsten Folge klären. Ja, ihr habt gesehen, ich schiebe jetzt gerade mal die Hauptquest so ein bisschen nach hinten und versuche mal ein bisschen Forscherdrang und Kochen in den Vordergrund zu stellen. In der Hoffnung, ein besseres Schwert zu bekommen. Also der Forscherdrang hat sich schon bezahlt gemacht. Wir haben jetzt Piment, Thymian und was war das noch? Vergessen, Zuckerrohr, genau. Zuckerrohr, das haben wir jetzt schon und damit können wir schon ein bisschen arbeiten. Da hat sich diese Überredung zum Forschen, zum Erforschen der Insel schon mal bezahlt gemacht. Kochen, kochen, kochen steht jetzt demnächst im Vordergrund und dann erst machen wir ein bisschen mit der Hauptquest weiter. Ich würde es begrüßen, ein besseres Schwert zu bekommen, zum Beispiel, denn ich habe ja gehört, dass das schon
ein besseres Schwert geben kann. Aber da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen schuften. Wenn ihr mit mir diese Reise weitergehen wollt, schaltet zum nächsten Mal wieder ein. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye.